Iris Klein hat eine Entscheidung getroffen und sich einer Brustvergrößerung unterzogen. Als stolze Mutter von Daniela Katzenberger meldet sie sich nun aus der Klinik, um über ihr Busen-Update zu berichten. Bereits vor kurzem hatte Iris über Instagram angekündigt: "Ich lasse mir Implantate machen und freue mich darauf." Nun sind die neuen Brüste von Iris bereits Realität geworden. In einer Instagram-Story teilte sie ihren Fans am Mittwochabend mit: "Es ist vollbracht." Nach der Brust-OP erhielt Iris zusätzlichen Sauerstoff durch die Nase. Auf Instagram erklärte sie ihren Fans, die Ärzte sagten, es sei für die Wundheilung. Mit 550 Gramm Silikon pro Seite hat der Schönheitschirurg ihres alternden Brüsten neues Leben eingehaucht. "Ich bin gespannt auf das Ergebnis", sagt sie nach dem Eingriff und fügt hinzu: "Mir geht es soweit ganz gut." Am Donnerstagmorgen meldet sich Iris Klein erneut aus dem Klinikbett. Noch vor dem Frühstück berichtet sie weiter über ihren Busen: "Ich fühle mich einfach so, als hätte sich ein Elefant auf meine Brust gesetzt." Versucht sie ihre aktuelle Situation zu beschreiben: "Ich komme irgendwie überhaupt nicht hoch. Aber ich konnte mich schon kämmen, das habe ich geschafft." Die Katzenberger Mama erzählt außerdem, dass sie noch ein bisschen neben der Spur sei, aber die Schmerzen seien erträglich. Das Wichtigste verrät Iris schließlich mit einem strahlenden Lächeln: "Die Brüste sehen fantastisch aus, die Brustwarzen sind durchblutet. Der Arzt war gerade hier, ich bin so glücklich." Die 56-Jährige verrät: "Ich habe sie bereits gesehen. Alles sieht so aus, wie ich es mir gewünscht habe." Und mit einem Grinsen im Gesicht sagt sie: "Vielleicht zeige ich sie euch bald." Somit ist Iris nun zusammen mit ihren Töchtern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser Mitglied im Silikonclub. Auch sie haben bereits Brustvergrößerungen hinter sich und freuen sich für ihre Mutter. Sie stehen ihr nun mit Rat und Tat zur Seite. In einem Interview enthüllte Daniela bereits, dass sie es großartig findet, dass ihre Mutter nach der Trennung von Ehemann Peter ihre in die Jahre gekommenen Pfälzer Milchtüten durch stehende attraktive Abschussraketen ersetzen lässt.